Ja, hallo, mein lieber Wassermann und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu deinem nächsten Reading für den Monat August 2022. Ich werde heute einmal auf das Kollektiv schauen für dich, Wassermann, und werde dafür dieses Tarot-Deck benutzen und zur Klärung eventuell ein weiteres, was ich hier jetzt erstmal zur Seite lege. Das entscheide ich aber dann ja, individuell während der Legung. Ja, fühl in dich hinein und schau, ob dieses Reading stimmig für dich ist. Sollte das jetzt gar nicht resonieren, ja, dann bist du herzlich eingeladen, noch einmal auf Aszendenten, Mond- oder Venuszeichen zu schauen, da diese Readings dann stimmiger sein könnten für dich. Ich erkläre ganz kurz, wie ich das Reading aufbaue, also ähnlich wie beim letzten Mal. Ich bitte vorab hier um eine Grundenergie aus dem Tarot. Hier auf der linken Seite schlüssel ich die Position auf, aus welcher Energie kommst du in der Vergangenheit, wie entwickelt sich das Ganze jetzt in der ersten Augusthälfte, also für die ersten 14 Tage ungefähr, dann für die zweite Augusthälfte, und hier auf der rechten Seite frage ich nach den Energien, was kommt im Außen auf dich zu, was sind deine Hoffnungen, deine Ängste und wie entwickelt sich das Ganze dann schon in den September hinein, und zu guter Letzt natürlich auch um den Rat der geistigen Welt hier auf Kopfebene. Ja, ich habe das Deck auch schon vorgemischt und gereinigt und werde mich jetzt noch einmal auf deine Energie konzentrieren. Für den Wassermann bitte im August 2022. In welcher Grundenergie befindest du dich denn, mein lieber Wassermann? Jetzt für den August. Die Grundenergie bitte für den Wassermann. Eine Karte bitte. Eine Karte bitte für den Wassermann. August 2022. Wow, jetzt habe ich hier zwei Karten auf einmal erhalten. Okay, das ist einmal der Ritter der Münzen und einmal die sieben Schwerter. Der Ritter der Münzen, ja, das ist so eine recht stabile Energie, die sich hier zeigt. Ja, aber das ist so ein bisschen Blockade auch. Hier geht etwas nicht so richtig voran. Also hier wird es ganz wichtig, dass du dich in deinem Selbstwert stabilisierst. Ja, dafür steht die Münze, die der Ritter hier in der Hand hält. Die Münzen haben auch immer etwas mit dem Selbstwert zu tun. Und ja, Stabilität, wie gesagt, aber sehr langsame Schritte nach vorne. Ja, also hier geht etwas sehr, sehr langsam, zwischendurch vielleicht auch eine Blockade. Und geklärt ist das Ganze jetzt hier mit den sieben Schwertern. Und die sieben Schwerter, das ist eine etwas tückische Energie, denn hier geht es sehr oft um Lug, um Betrug, um Diebstahl, also solche Angelegenheiten. Ja, das ist so eine Grundenergie. In der hohen Schwingungsfrequenz sprechen wir ja auch manchmal von der Energie der Strategie, aber man sieht, der Dieb hier ja auf dem Bild, der, ja, vielleicht wird es wichtig, deinen Wert zu stabilisieren, weil du hier vielleicht mit Unwahrheiten konfrontiert wirst. Entweder ist das eine Energie, die dich jetzt selbst betrifft, wo du dir vielleicht selbst etwas vormachst und nicht ganz ehrlich mit dir selbst bist. Oder es könnte natürlich hier auch in Bezug auf ein Gegenüber sein, wo irgendeine Situation stagniert, ja, wo sich vielleicht auch jemand davon stiehlt, nicht ehrlich ist mit dir. Das ist auch schon mal die Energie der, so eine Ghosting-Energie, ja, also dass hier vielleicht jemand abtaucht oder nichts mehr von sich hören lässt. Und da wird es natürlich auch ganz wichtig, dass du dich hier in deinem Wert stabil ausrichtest. Und es geht darum, einen Lebenszyklus abzuschließen. Ja, das ist die letzte Karte im Tarot, das ist die Welt. Und die Welt steht dafür, dass man hier einen Lebenszyklus abschließt. Vielleicht schwingt hier noch eine Energie mit, bei der du nicht so richtig durchblicken kannst, wo etwas vielleicht etwas verschwommen ist, wo es darum geht, dich hier zu stabilisieren und in den Abschluss zu kommen mit einer Angelegenheit. Vielleicht auch, wie gesagt, entweder zu erkennen, ja, wo bin ich nicht ehrlich mit mir selbst, mache ich mir hier etwas vor, oder natürlich in Bezug hier auch auf eine externe Energie, die mitschwingt. Ich habe hier übrigens Erde, ja, also das ist auch eine Hofkarte. Der Ritter der Münzen steht für Erdelement. Vielleicht ist das stimmig für den einen oder anderen, aber wir machen das natürlich nicht fest jetzt hier an den Sternzeichen oder an den Elementen. So, jetzt schaue ich mal, aus welcher Energie kommst du denn in der Vergangenheit? Die vergangenen Energien beim Wassermann. Die
vergangenen Energien. Die sechs Kelche. Okay, das ist eine sehr nostalgische, eine sehr gefühlvolle Energie. Hier hast du vielleicht auch noch mal, ja, das ist auch eine Vergangenheitskarte. Rückblick gehalten in vergangene Zeiten. Ja, das könnten bis zu Kindheitsthemen sein oder natürlich auch Kinder, die vielleicht hier ein wichtiges Thema für dich waren. Ja, das kann für jeden jetzt individuell sein. Also arbeitet immer ein wenig mit mir zusammen. Rückblick in vergangene Zeiten, Nostalgie. Also die Vergangenheit scheint schon in der Vergangenheit für dich sehr wichtig gewesen zu sein. Jetzt schaue ich mal nach einer Klärungskarte hier für die sechs Kelche, für den Wassermann bitte. Die 10 Münzen. Okay, hier geht es um Familienthemen. Ja, vielleicht hast du dich hier nochmal mit familiären Thematiken auseinandergesetzt, mit wie gesagt, Kindheitsthemen oder Kindern grundsätzlich. Die 10 Münzen sind auch eine starke Finanzkarte. Ja, also das möchte ich jetzt hier auch nochmal mitgeben. Und feste Werte, eine feste Struktur, festes Fundament. Ja, also in der Vergangenheit scheinst du hier doch sehr positiv ausgerichtet gewesen zu sein. Es kann natürlich auch sein, dass sich hier vielleicht jemand aus der Vergangenheit wieder gemeldet hat. Das ist auch schon mal die Seelenpartnerkarte, die sich hier zeigt. Und hier habe ich jetzt den Magier. Und der Magier, der spricht ja von dem Neubeginn. Vielleicht bist du hier mit irgendetwas neu durchgestartet. Ja, wolltest hier auf ein festes Fundament bauen in Bezug auf Vergangenheitsthemen. Der Magier, der hat auch alle Ressourcen dafür. Ja, so der Magier vereint alle 4 Elemente in sich, Entscheidungen, die vielleicht getroffen wurden hier in der Vergangenheit mit der Gerechtigkeit. Gut, jetzt schauen wir mal weiter. Wie entwickelt sich denn das Ganze hier in der ersten Augusthälfte für dich, Wassermann? Für die erste Augusthälfte, also von Anfang bis Mitte August, bitte für den Wassermann. Was zeichnet sich hier ab? Ach, die 5. Oh, okay. Jetzt habe ich hier nochmal eine doppelte Energie, die sich zeigen möchte. Das sind die 5 Schwerter und der Turm. Ja, Turmenergie nach wie vor, Abbrüche, Umbrüche, die stattfinden. Ja, die 5 Schwerter, das ist eine etwas konfliktreiche Energie. Hier verstrickt man sich so ein bisschen, ja, kämpft Kämpfe aus, bei denen keine Gewinner hervorgehen. Vielleicht auch hier in Bezug auf ein Gegenüber, eine externe Energie. Ja, das sind auch so ein bisschen Ego-Kämpfe. Und hier ist jetzt der Turm als zweite Energie herausgefallen. Und ich glaube, hier kommt so ein bisschen ein Befreiungsschlag aus einer Energie, die dich vielleicht auch lange Zeit gefangen gehalten hat. Ja, wo du dich vielleicht auch nicht so richtig bewegen konntest. Wo vielleicht auch andere Personen involviert waren mit den 5 Schwertern, kann das auch um andere externe Personen gehen. Und das ist hier ein Umbruch, der stattfindet. Das sind oft äußere Ereignisse, die wir mitbekommen, ja, die ja dann auch so ein bisschen am Fundament rütteln, sage ich mal. Es ist eine etwas schwierigere Energie jetzt für dich. Und jetzt fällt hier noch einmal die Welt. Und die Welt, wie gesagt, das ist der Abschluss eines Lebenszykluses. Und den hatten wir ja hier. Ja, auch direkt schon auf der Unterseite des Decks. Und auch hier wird es jetzt wichtig, zur ersten Augusthälfte mit einem Lebenszyklus abzuschließen. Der Turm, der spricht halt immer von Ereignissen wie also der größere Umbrüche, ja, vielleicht eine Trennung, eine Kündigung. Das kann jetzt in unterschiedlichen Thematiken stattfinden, ja, aber hier ist es wichtig, einen Lebenszyklus abzuschließen mit der Welt. Ja, und wenn man nicht loslässt, ja, dann kann es auch durchaus sein, dass von außen vielleicht irgendetwas reinkommt, ja, was dich so ein bisschen daraus befreit dann aus dieser Gefangenschaft. Jetzt schaue ich mal, wie entwickelt sich das Ganze für den Wassermann jetzt in der zweiten Augusthälfte, also von Mitte bis Ende August ungefähr. Von Mitte bis Ende August für den Wassermann bitte eine Karte. Ach, das wird eine etwas schwierigere Legung jetzt hier. Die 3 Schwerter. Okay, die 3 Schwerter sind eine schmerzliche Erkenntnis. Also hier könnte irgendeine Erkenntnis reinkommen, die nochmal mit Herzschmerzthematiken zu tun hat. Ja, man sieht ja diese 3 Schwerter und die eine Rose wird hier durchbohrt mit dem einen Schwert. Ja, das könnte natürlich jetzt hier
wenn es hier um eine Verbindung geht, ja, mit der man hier in der Vergangenheit vielleicht neu durchgestartet ist, ja, dass man hier jetzt zur Erkenntnis kommt oder auch ein Abbruch stattfindet, um sich hier aus diesen Kämpfen zu befreien. Und das könnte sich natürlich jetzt über den Monat nochmal hinwegziehen. Ich habe hier den Pagen der Kelche. Der Page der Kelche spricht von einem Angebot, liebevolle Kommunikation, Herzkraft hier. Vielleicht wirst du hier auch konfrontiert mit einem Angebot, mit dem du nicht konform gehst, und das bringt hier nochmal Herzschmerzthematiken nach oben. Ich bitte jetzt hier nochmal um eine Klärungskarte zu den drei Schwertern für den Wassermann, bitte. Eine Klärungskarte für die zweite Augusthälfte für den Wassermann. Okay, ja, jetzt wollten sich hier direkt zwei umdrehen. Ja, das ist der König der Stäbe und die Königin der Münzen. Okay. Du bist ja Luftelement. Ja, also Luftelement sind beides jetzt nicht dein Elemente hier. Hier geht es also um einen König der Stäbe. Ich mache das jetzt hier auch geschlechterunabhängig. Ja, also Königin der Münzen. Der König der Stäbe, das ist ein Freigeist, meine Lieben. Und das ist jemand, der folgt seinem Herzen. Ja, hier geht es manchmal auch um eine Führungsposition. Man sieht hier auch gerade auf dieser Karte, guckt dieser Herr sehr schelmisch drein. Ja, der ist freiheitsliebend und unabhängig. Das ist ganz wichtig hier bei dem König der Stäbe. Ja, Unabhängigkeit und sehr viel Herzkraft. Und mit der Königin der Münzen, das ist eine Energie. Hier ist jemand sehr geerdet. Hier ist jemand ja, gefestigt in seinem Wert. Also ich glaube, dass es ganz wichtig wird, dass du hier in die Heilung gehst mit Thematiken, mit Herzschmerzthematiken. Also hier könnte natürlich nochmal eine schmerzliche Erkenntnis zum Vorschein kommen in Bezug hier auf einen König der Stäbe. Vielleicht auch ein Pärchen, ja, was hier von Bedeutung ist. Und ganz wichtig wird es für dich natürlich, weil die Karten haben auch immer etwas mit dem zu tun, der jetzt hier zuschaut, ja, also dass du hier in deine Unabhängigkeit kommst, ja, in die Energie des König der Stäbe und deinen Wert stabilisierst. Denn die Königin der Münzen, das ist eine Dame, die hat ihren Wert erkannt, die ruht in sich, ja, sie kümmert sich gut um sich und um ihre Lieben, ja, die ist geerdet. Hier geht es auch manchmal auch um eine Energie, ja, die steht auch schon mal für feste Partnerschaften. Dass du hier vielleicht in Bezug auf ein externes Pärchen irgendetwas mitbekommst, was nochmal mit Herzschmerzthematiken zu tun hat. Wie gesagt, hier mit dem Pagen der Kelche, irgendeine Kommunikation, die stattfindet oder in Bezug auf ein Angebot. Und jetzt habe ich hier die sieben Münzen. Entschuldigung, die sieben Münzen, das ist ja erstmal die Geduldskarte. Aber bei dieser Energie, ja, hier findet nicht so viel Veränderung statt. Ja, also man kann sich vielleicht im Außen, tut sich vielleicht viel, ja, aber du verharrst vielleicht hier auch zu lange in einer Geduldsposition. Ja, so bekomme ich das jetzt hier rein. Weil du auch an irgendetwas gearbeitet hast und wartest so ein bisschen, dass du die Früchte ernten kannst. Aber hier wird es wichtig, in die Veränderung zu gehen, dass du hier nicht verharrst in einer Energie, die vielleicht hier auch mit Herzschmerzthematiken zu tun hat. Erkenne deinen Wert, ja, und komm hier in die Unabhängigkeit, in die Aktion für dich. Es könnte natürlich sein, dass diese Herzschmerzthematik jetzt hier auch auftaucht aufgrund von Lügen, die ans Licht kommen. Das ist eine Zeitqualität, in der wir uns befinden, ja, wo sehr viele Dinge, verdeckte Dinge, die im Untergrund geschehen, auch ans Licht kommen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass hier durch diese Turmenergie irgendetwas vielleicht ans Licht kommt, ja, die bei dir noch mal ein bisschen Herzschmerz verursachen könnte. Vielleicht Unehrlichkeiten, wie gesagt hier, oder irgendjemand stiehlt sich davon und ist nicht ehrlich. Jetzt bitte ich mal hier an dieser Position, was kommt denn im Außen auf dich zu, ja, von deinem äußeren Umfeld? Was kommt im Außen auf dich zu, von deinem äußeren Umfeld? Für den Wassermann bitte im August. Was kommt im Außen auf dich zu? Habe ich hier wieder zwei Karten.
der Page der Münzen und nochmal die sieben Münzen. Ja. Ja, der Page der Münzen, meine Lieben. Der Page der Münzen, das ist eine Energie. Hier geht es um Angebote. Ja, hier geht es um Angebote, die auch das Potenzial haben zur langfristigen Stabilisierung. Ja, aber auch hier habe ich wahrgenommen, dass es wichtig wird, ja, dass du dich in deinem Wert stabilisierst. Dieser Page, der reicht dir hier die Münze in der Hand, ja, um da, dich zurück in deine Stabilität zu bringen. Vielleicht bekommst du hier auch Unterstützung im Außen durch eine externe Person, vielleicht auch eine jüngere Person, nehme ich hier wahr. Irgendeine jüngere Person, die vielleicht für dich hier auch von Bedeutung ist. Ja, die Pagen, die bringen auch schon mal Neues. Das sind Botschafter. Vielleicht irgendjemand Neues, der in dein Leben tritt. Und jetzt habe ich hier nochmal die sieben Münzen, diese Geduldskarte. Ja, also versuch hier auch mental in die Veränderung zu gehen mit einer Angelegenheit, damit du nicht stagnierst. Ja, diese Botschaften bekomme ich hier rein. Bleibe auch geduldig mit dir selbst. Ja, also gedulde dich mit dir selbst, höre ich hier. Ja, und jetzt habe ich die zehn Kelche. Die zehn Kelche sind Fülle. Hier spricht man von Happy Family Energie, eine emotional erfüllte Verbindung. Das ist aber auch schon mal die Wahlfamilie. Ja, also wenn das jetzt hier nichts mit Blutsverwandtschaft zu tun hat, kann das auch sein, dass hier im Außen vielleicht eine Energie ist, die Botschaften vielleicht reinbringt, damit du dich stabilisierst, nochmal in die Geduld kommst mit dir selbst und hier in die Fülle. Ja, also es kann auch schon mal so der Freundeskreis sein, der hier mitschwingt, der im Außen hier auf dich zukommt. Ja, und dich unterstützt hier mit diesem Pagen der Münzen. Jetzt schaue ich mal hier auf dieser Position. Was sind denn deine Hoffnungen und deine Ängste für den Wassermann im August, bitte? Hoffnungen und Ängste. Hoffnungen und Ängste für den Wassermann. Eine Karte. Oh, jetzt habe ich die Königin der Kelche und die Kraft. Wunderbar. Ja, mein lieber Wassermann, deine Hoffnung ist es, ich glaube, das hatte ich jetzt hier auch in der Steinbocklegung so, also so eine ähnliche Energie. Die Kraftkarte, das ist Mut hier. Ja, also du hoffst darauf, dass du deine Ängste bezwingst, dass du dir keine Vorwürfe machst, ja, dass du hier in deiner Kraft, in deiner Stabilität bleibst. Die Dame hier auf der Karte steht für die Herrscherin aus dem Tarot und diese Dame bezwingt sozusagen ihre Ängste in Liebe und Sanftmut zu sich selbst. Ja, also hier ist so ein Kraftschub, dass du die Kraft hast, dich vielleicht hier auch aus Situationen zu befreien, ja, diese Turmenergie und in deine Herzkraft kommst. Denn die Königin der Kelche, das ist Wasserelement, vielleicht hoffst du hier auch auf eine Person, eine externe Person. Ja, das ist die Dame ist sehr stabil ausgerichtet, die weiß, was sie möchte. Sie trägt auch das Herz auf der Zunge, sage ich dazu immer. Ja, eine sehr authentische Energie. Vielleicht auch, dass du hier diese Hilfe ich glaube, du wirst auch Hilfe im Außen erhalten. Das könnte jetzt eine Freundschaft sein, die von Bedeutung ist für dich. Oder auch, dass du selbst hier in diese Energie kommst. Denn diese Dame ist jemand, die reicht diesen Kelch, ja, den sie hier in der Hand hält, nur demjenigen, der auch gut damit umgeht, ja. Also der es zu wertschätzen weiß und dass du hier in deine Kraft, in deine Stabilität kommst, ja, und in deinem Wert vor allen Dingen stabil ausgerichtet bist. Ich glaube, hier ist sehr viel Hoffnung am Werk. Ja, sehr viel Hoffnung. Ich habe hier den Gehängten auf der Unterseite des Decks. Der Gehängte steht ja für den Stillstand, für eine Blockadeenergie. Aber ich glaube, dass es für dich vielleicht auch deine Hoffnung ist, dass hier ein Perspektivwechsel vielleicht vorgenommen wird. Für die Herren, die hier zuschauen, meine lieben Herren. Ja, es könnte hier natürlich auch, ich habe hier sehr viele Hofkarten, deswegen glaube ich, dass hier auch mehrere Personen in einer Situation involviert sind. Ja, der Stabkönig, die Erdkönigin, die Kelchkönigin. Die Kelchkönigin. Ja,
dass hier vielleicht auch ein Perspektivwechsel vorgenommen wird, ja, wenn die Herren jetzt hier zuschauen, von einer Herzensdame. Ja, das kann ja auch sein, dass sie vielleicht hier in eine Kraft kommt, ja, und einen Perspektivwechsel vornimmt. Also dieser Impuls, der wollte jetzt hier auch noch mal durchkommen. Ja. Jetzt schaue ich mal, wie entwickelt sich denn das Ganze in den September hinein, ja, also Ende August, Anfang September. Was möchte sich jetzt zeigen für dich, mein lieber Wassermann? Was zeigt sich jetzt hier, mein lieber Wassermann, Anfang September? Anfang September. Für den Wassermann bitte eine Karte. Bei dir wollten jetzt auch sehr viele hier aus diesem Deck herausspringen. Bis Anfang September eine Karte. Ja, jetzt möchte hier gar nichts mehr gesagt werden. Ah, der Ritter der Kelche. Sehr schön. Hier ist Herzkraft. Ja, der Ritter der Kelche steht für liebevolles Angebot. Irgendetwas scheint hier auf dich zuzukommen. Ja, also hier Ritter, der ist in Bewegung, der überreicht seinen gefüllten Kelch. Ja, also wie gesagt, liebevolle Kommunikation oder ein Angebot, was hier auf dich zukommt im Anfang September. Das ist eine Energie, auch Wasserenergie. Ja, also hier mit der Königin der Kelche, vielleicht bist du hier auch irgendwie verbandelt mit Wasserenergie. Das kann auch sein. Hier ist sehr viel Herzkraft. Ja, und der Kelch ist gefüllt. Hier ist eine schöne Energie. Das zeichnet sich jetzt Anfang September für dich ab. Vielleicht bekommst du hier nochmal ein Angebot. Schaue bitte genauer hin. Ich hatte hier den Pagen der Kelche. Ja, das ist etwas Unverbindlichkeit. Hier haben wir jetzt eine Steigerung hier zum Ritter der Kelche. Und hier legt man seine Gedanken zur Ruhe. Ja, das ist die Karte der Heilung, der Meditation und des Rückzuges. Ich kläre jetzt den Ritter der Kelche hier nochmal. Welche Botschaft erhalte ich hier für den Wassermann Anfang September? Zum Ritter der Kelche. Was möchte sich hier noch zeigen? Was möchte sich hier noch zeigen? Sind zu viele. Okay, die wollte jetzt hier rausspringen. Wow, sehr schön. Ja, das freut mich ja, dass es jetzt so positiv weitergeht, denn die Sonne, die bringt sehr viel Heilung. Ja, also die Sonne ist eine sehr heilsame Energie, die bringt die Dinge ans Licht. Hier ist Lebensfreude, Positivität, ja, Lebensenergie und Herzkraft. Also es scheint sich jetzt bis Anfang September, scheinst du dich hier ein bisschen auszureinigen aus dieser Energie, ja, die hier mit sehr viel Herzschmerzthematiken und vielleicht auch mit Lug und zu Betrug zu tun hat. Entweder wie gesagt eine Energie, die du selbst repräsentierst hier, ja, dass du dir hier nichts vormachst. Geh noch mal in die Reflexion und löse dich bitte aus, reinige hier Energien aus, denn hier Anfang September erwartet dich etwas sehr, sehr Schönes hier mit dem Ritter der Kelche. Vielleicht auch jemand, der hier neu auf dich zukommt, ja, und ja, so ein bisschen die Sonne vielleicht für dich in deinem Leben auch erscheinen lässt. Wow, das freut mich, dass sich das jetzt so positiv hier abgezeichnet hat. Du könntest vielleicht noch mal ein bisschen mit Ängsten konfrontiert werden, auch zu diesem Zeitpunkt. Bringe bitte deine weiblichen wie die männlichen Anteile in den Ausgleich. Ich habe hier so eine Mondenergie, ja, so eine Mondenergie. So, jetzt schaue ich mal nach dem Rat der geistigen Welt. Welchen Rat hat denn die geistige Welt für dich jetzt hier im August 22? Was sagt die geistige Welt zu dir? Die vier der Münzen. Lasse los, höre ich hier. Lasse los. Die vier der Münzen, das ist eine Klammerenergie. Hier verschließt man so ein bisschen das Herzchakra. Die steht wohl auch fürs Festhalten, so viel wie fürs Loslassen, Entschuldigung. Aber hier habe ich wahrgenommen, ja, wie gesagt, hier auch die Turmenergie zeigt immer eine Energie an, wo man vielleicht auch an irgendetwas festgehalten hat, ja. Und die geistige Welt sagt hier, lasse los, lass die Dinge in den Fluss kommen, ja. Setze auf Stabilität, erkenne hier deinen Wert, ganz wichtig, erkenne deinen Wert und halte nicht fest. Und eine Klärungskarte bitte zu den vier Münzen als Rat der geistigen Welt. Eine Klärungskarte bitte zu den vier Münzen.
Wow, jetzt habe ich hier tatsächlich schon wieder den Turm. Okay. Ja, der Umbruch. Der Umbruch, der Abbruch, ja, also bringe die Dinge in die Veränderung, sagt die geistige Welt. Lasse die Dinge los, damit dieses Ereignis in die Veränderung gehen kann, höre ich hier. Wie gesagt, das ist so ein bisschen Befreiungsschlag-Energie hier, der Turm. Den hattest du zu Anfang August auch, ja, also. Hier mit den vier Münzen bitte loslassen, damit die Dinge in die Veränderung kommen und vor allen Dingen, damit hier auch wieder die Sonne für dich strahlen kann. Das freut mich, dass diese Position jetzt so positiv gefallen ist. Und jetzt habe ich hier den Eremit. Der Eremit auf der Unterseite des Decks, der spricht von Rückzug, Innenschau. Ja, das ist jemand, eine Energie, die macht sich alleine auf dem Weg. Das ist eine Single-Energie. Und in diesem Rückzug, ja, beleuchtet der Eremit seinen weiteren Lebensweg mit diesem Stern hier in der Laterne und eignet sich dabei sehr viel Wissen und Weisheit an. Also hier geht es bei dir nochmal immer ganz wichtig, in den Rückzug zu gehen, ja, innezuhalten, sozusagen. Innezuhalten, damit das Rad des Schicksals sich weiterdrehen kann. Sehr schön, hier steht eine größere Wende im Leben für dich an, ja, das Schicksalsrad. Und das dreht sich sowieso ja immer weiter und weiter. Aber wenn wir natürlich sehr lange an Dingen festhalten, die uns vielleicht nicht gut tun, ja, dann blockieren wir so ein bisschen dieses Fortkommen des Schicksalsrades. Und hier geht es darum, befreie dich. Ja, also befreie dich aus allem, was dich hier, ja, was mit Herzschmerzthematiken zu tun hat, mit Kämpfen, die ausgefochten werden, ja, was nicht ehrlich abläuft, ja, vielleicht bringst du die Dinge hier auch ans Licht, höre ich auch. Oder hier kommt irgendetwas ans Licht. Ja, und wie gesagt, eine größere Wende steht hier bevor. Balance bitte reinbringen, ja, also die Balance hier zwischen Chancen und Möglichkeiten schwankt man hier so ein bisschen hin und her mit diesen Pagen, die zwei Münzen, die sich hier zeigen. Versuche die Balance reinzubringen und geh bitte nochmal in den Rückzug, ja, um dich zu besinnen und richte dich neu aus, denn hier geht es um den Neubeginn mit den drei Stäben. Hier wendest du dich ab von Vergangenem und schaust auf neue Visionen und neue Ziele. Wow. Nutze die Zeit des Rückzuges, um diese Energien bitte auszureinigen hier für dich. Ja, also auch bei dir steht hier im August irgendeine Veränderung an, ja, und ja, loslassen. Loslassen von allem, womit du nicht konform gehst. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit, mein lieber Wassermann, auch wenn es jetzt hier vielleicht etwas herausfordernd nochmal werden könnte für dich im August. Ja, ich drücke die Daumen. Lasst mich wissen, ob ihr damit in Resonanz geht. Ich freue mich über Kommentare, Liken und das Abonnieren. Und toi, 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 bis ganz bald, eure Sultana.